Hallihallöchen zusammen und herzlich willkommen zurück zu DTM meets Assetto Corsa. Wir sind heute realitätsgemäß in Spielberg in der Steiermark und treten heute mit unserem Mercedes von Pascal Wehrlein gegen den Rest der Clique an. Nachdem der an uns vor hinten drin hängt und wir nur 5 Minuten Zeit haben, fällt mir gerade ein, fahren wir ganz schnell raus und drehen eine Runde. Natürlich haben wir... Hallo. Den habe ich jetzt nicht kommen sehen. Natürlich haben wir fachgerecht Windows 10 installiert. Mittlerweile endlich, nachdem mir das Update endlich angeboten wurde. Assetto Corsa 1.2 ist da. Die URD-Mod läuft. Wir haben eine Top-Version von Spielberg, in der ich euch natürlich den Link in die Beschreibung stecke. Und ja, was will man mehr? Kann ich da nur sagen. Wir fahren jetzt kurz eine Runde Qualifying. Und dann gehen wir direkt in ein kleines 4-Runden-Rennen. Und morgen fahren wir dann nochmal ein 6- oder 7-Runden-Rennen. Das muss ich mir noch überlegen, wie es von der Zeit her passt. Ich denke aber, 6 Runden könnte ganz gut passen. Nachdem wir 40 Minuten und 60 Minuten fahren in der Realität, fahren wir jetzt hier 4 und 6 Runden. DRS ist ja auch am Start. Dreimal natürlich bei dieser langen Strecke und vor allem geraden Strecke. Wunderbar auf Startziel. Dann nach der ersten Kurve direkt und nach der zweiten Kurve direkt kann man überall DRS benutzen. Das wird, glaube ich, auch in der Realität ein sehr spannendes Rennen heute, weil einfach das DRS hier sehr viel rausreißen kann. Dann fahren wir schnell unsere schnelle Runde. Der Flügel schon mal down geforst. Die Runde zählt schon mal als drittbeste, obwohl es überhaupt nicht sein kann. Oh, vor uns ist Verkehr. Jetzt müssen wir schauen, dass wir da entweder weit genug, also schnell vorbeikommen, oder dass die schneller werden. Für den, wo es interessiert, die Gegnerstärke ist jetzt auf 96% eingestellt. Ich habe hier schon ein kleines Setup gehabt, weil wir hier mal ein RSR-Event hatten. Das habe ich jetzt einfach wieder schnell hergenommen. Dann spare ich mir das Training. Ich bin nur vorher einmal kurz 3 Runden gefahren mit der KI, um zu schauen, ob die KI auch funktioniert. Und ich muss sagen, die hat sich echt gebessert. Also das Version 1.2, das hat schon was gebracht. Ich weiß auch nicht, vielleicht bringe ich die Woche, also Anfang der Woche, noch so ein kleines Bonus-Video, also so Version 1.2 erste Eindrücke-Video, weil es ist eine neue Strecke dabei und es sind neue Fahrzeuge dabei und ich glaube, da könnte man schon mal was machen. Muss ich mal schauen. Vor allem, wie viel Zeit jetzt das Porsche-Video in Anspruch nimmt, weil wir haben ja am Wochenende, also heute wieder ein Porsche Supercup Rennen. Da werde ich ja wieder das Video dazu machen. Also könnte sein, dass irgendwas anderes flach fallen wird. Gut, 1.30.4. Hört sich sehr gut an. Dann fahren wir jetzt die Minute einfach noch. Also die letzte Runde halt. Schauen wir, ob noch jemand rankommt an unsere Zeit. Aber wir haben es DRS vergessen. Aber ich sehe schon, wir können hier eine ganz gute Pace gehen. Wenn wir hier auf Timo Glockse aufholen. Ja, die DTM-Rennen sind ja noch nicht gelaufen, wie ich aufnehme. Jetzt aktuell halt, für mich aktuell. Holla. Bin ich gespannt. Spielberg ist eigentlich eine coole Strecke. Könnte aber knapp werden. Was ich jetzt im ersten freien Training gestern Abend gesehen habe, dass die Mercedes wieder ganz gut vorne dabei sind und die Audis hängen auch noch ein paar mit drin. Trifft man hier ein bisschen durch die Gegend und die Zeit ist abgelaufen. Dann würde ich sagen, fahren wir die Runde in die Box. Ist sowieso nichts gewonnen.
auch eine extrem enge Boxeinfahrt. Und gehen über die Ziellinie. Genau. Oh, jetzt warten wir auf die ganzen Autos, dass die noch durchfahren, oder? Zurück in die Box. Schauen wir gleich mal, dass wir den Sprit hochstellen. Tank steht jetzt hier. Hey. Sprit. Erwartete Runden 7,4. Aber wir gehen mal lieber ein bisschen hoch auf. 25 Liter. Aero. Ja, den Rest vom Setup, den lassen wir einfach. Jetzt warten wir hier schnell, dass die anderen noch zu Ende fahren. Und dann sehen wir uns gleich im Rennen wieder. So, da sind wir wieder. Wir sind jetzt im Rennen angelangt. Wie man sehen kann, hier eine sehr große Audi-Dominanz hinter uns. Der nächste Mercedes ist erst auf Platz. Na, wo ist er denn? Wer kann das sein? Das ist nach Marken geordnet, weil wir rennen. Jetzt schauen wir mal hier. Ah, jetzt. Vitoris ist hinter uns. Dahinter Fahrfuß, also dann gleich mal drei BMWs. Und Molina als Sechster im ersten Audi. Gut, Mercedes Doppelpole. Da würde ich sagen, lasst uns gar keine Zeit verlieren und wir legen direkt los mit dem Rennen. Hoffen wir, dass wir hier halten können. Konnten die Pole verteidigen, so wie es aussieht. Oh, extrem rutschig. Können uns gleich mal enorm absetzen. Das könnte jetzt leider etwas langweilig für euch werden. Jetzt müssen wir aufpassen, weil wir jetzt Medium-Reifen drauf haben. Nicht mehr die Soften. Nicht, dass wir hier jetzt dingsen. Dass wir uns verbremsen oder wegrutschen. Weil es ist extrem rutschig mit den Reifen. Boah, da hätten wir ihn fast verloren. Und da verlieren wir ihn. Das gibt's nicht. Jedes Mal wieder an der gleichen Stelle. Boah, sind die rutschig. Junge, ist der rutschig. Sind die anderen? Ja, jetzt sind sie wieder dran. Na, jetzt sind wir draußen, jetzt müssen wir hier aufpassen. Nicht zu stark ans Gas gehen und da verlieren wir eine Position. Aber jetzt haben wir dafür DRS. Aber, was macht denn der Vitoris da? Boah, fast verbremst. Und da geht der Vitoris innen durch, oder was? Der ist... Na, jetzt kann man wieder vorbei. Das bringt halt doch was mehr Schwung rauszuholen. Da sind wir wieder vorbei. So, jetzt müssen wir uns hier um den Fahrfuß kümmern. Nicht, dass hier ein BMW gewinnt. Boah, ist das rutschig. Jetzt sind die Reifen aber eigentlich schon auf Temperatur. Das ist kein gutes Zeichen. Ich befürchte, wir sind aus dem DRS-Fenster raus. Aber jetzt haben wir nochmal DRS durch. Sollen wir ranschießen. Aber es wird nicht reichen für die nächste Runde. 1,1 Sekunden Rückstand. Diese Runde wird ohne DRS angegriffen.
könnte sich extrem schwierig gestalten, nachdem sie nur geradeaus geht. Aber wir können uns nach hinten auch absetzen. Das heißt, jetzt können wir uns voll nach vorne konzentrieren. Die bremsen hier extrem ab. Da kann man sich ganz gut ranziehen. Und jetzt versuchen wir mal Windschatten aufzubauen. Wir ziehen auch an der Delta-Zeit, dass jetzt der DRS-Speed fehlt. Da geht er direkt wieder nach hinten, also wird weniger. Aber wir sind dran. Wenn wir jetzt keinen Bockmist bauen, können wir nächste Runde mit DRS überholen. Wieso fängt es denn jetzt das Ruckeln an? Ja, wir sind... Wow, tschuh, jetzt hat uns der Curb weggezogen von der Ideallinie. Das hätte jetzt auch in die Hose gehen können. Man sieht das Bremslicht gar nicht vom BMW. Und wir sind dran. Nächste Runde DRS. Dann packt man gleich auf der zweiten Geraden. Warum ruckelt das denn jetzt so? Ja, jetzt werden wir hier nicht packen. Was ist denn jetzt los? Freunde der Nacht. Ich habe totale Frame-Einbrüche. Wir müssen uns hier einfach hinten rein. Ja, da geht der Ausflug wieder vorbei. Hier ruckelt es mal gerade extrem. Und das, obwohl er mir 60 Frames anzeigt. Also irgendwas stimmt hier nicht. Dann gehen wir jetzt hier nochmal innen rein. Der kann aber nicht gegenhalten, oder? Oh doch, der hält gegen. Und wieder gegenhält. Und wir sind durch. Jawohl. Jetzt hoffen wir, dass sich die Frames wieder beruhigen. So, jetzt musst du sie nur noch ins Ziel fahren. Einmal DRS haben wir noch zur Verfügung. Und das benutzen wir jetzt. Und fahren damit unserem ersten Sieg in Spielberg entgegen. Ja. Das ist jetzt nicht euer Ernst, oder? Warum steht der jetzt Dritter? Na, natürlich sind wir Erster. Gar keine Frage. Gut. Dann haben wir das auch geschafft. Junge, war das jetzt anstrengend. Vor allem mit den Frame-Einbrüchen. Ich weiß aber nicht so ganz warum. Muss ich jetzt gleich in Erfahrung bringen. Und dann fahren wir nachher das zweite Rennen. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen da. Checkt auch noch die anderen Videos in der Endcard aus. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis morgen. Ciao.